Plötzlich ist der Firmeninhaber nicht mehr da. Und jetzt? Hallo zusammen, hier ist der Christian von easyinsurance.ch und heute mit einem speziellen Video. Und zwar geht es um das Thema Nachfolge im Unternehmen. Was passiert eigentlich, wenn der Firmeninhaber nicht mehr da ist? Und da möchte ich dir im Grundsatz eigentlich mit 4 Punkten kurz ein bisschen die Konsequenzen aufzeigen, wenn du selber zum Beispiel ein Firmeninhaber bist, Geschäftsführer bist, was passieren kann, respektive wie du das entsprechend auch selber regeln kannst. Im Grundsatz ist es halt schon so, Geschäftsführer, die sind Inhaber, Unternehmer, die haben Drive, die wollen was machen, die sind aktiv, die wollen, dass der Laden läuft. Aber das Risiko, dass ihnen natürlich auch etwas passiert, im Grundsatz, ist einfach höher. Ist einfach nun mal so, dass sie natürlich auch mit vollem Herzblut und Leidenschaft mitarbeiten. Ich gebe dir aber jetzt 4 Punkte mit, wie du das als Inhaber von deiner Firma ein bisschen besser machen kannst. Im Grundsatz, erstens definiere grundsätzliche Dinge im Grundsatz. Das heißt, definiere deine Geschäftsabläufe, Prozesse klar. Mach einen Stellvertreter, Funktionen, mach die Vollmachten, wenn du nicht mehr da bist. Wer übernimmt das? Wer hat das Sagen? Wer entscheidet im Grundsatz? Zeichnungsberechtigung, Aufgaben, Kompetenzregeln und so weiter im Grundsatz. Und auch ein Notfallplan, was Kaderangestellte tun sollen und wer welche Funktion übernimmt, damit das Ganze richtig weiterläuft. Denn die Kunden wollen ja gleichwohl bedient werden im Grundsatz. Kleiner Tipp hier meinerseits, mach einen Notfallordner, Notfallplan im Grundsatz mit den wichtigsten Koordinaten für die Ansprechpersonen, damit sich die Leute auch an die Ansprechpersonen wenden können und wo entsprechend eigentlich auch die wichtigsten Verträge, Prozesse, Abläufe abgelegt sind und der einfach zur Hand ist im Grundsatz. Das Zweite ist auch immer, was viele immer vergessen, ist, prüft schon sehr früh die Nachfolgeoptionen. Das heißt im Grundsatz, wer führt die Firma einerseits mal weiter, wer führt sie aber dann effektiv weiter, wenn der Notfall eintritt im Grundsatz? Ist der Ehepartner in der Lage dazu, sind die Kinder oder Kadermitarbeiter oder müssen wir sogar jemanden Externes hinzutun im Grundsatz? Also das ist wichtig und diese Personen müssen entsprechend auch eingeführt werden in den Notfallplan. Wenn du natürlich dann die Firma verkaufen möchtest, empfehle ich dir von Anfang an, dich mit entsprechenden Fachleuten an den Plan zu setzen und natürlich auch schon ein bisschen die Leute zu selektionieren, die dir dann in Frage kommen oder die dann interessiert sind, damit du schon eine Selektion machen kannst und schon vorher eigentlich auch die Konditionen aushandeln kannst. Dritter Punkt ist im Grundsatz, lasst die Firma bewerten im Grundsatz. Das heißt, bewertet sie nicht selber. Man bewertet die Firma eigentlich immer viel zu gut, als wenn es dann jemand Externes tut. Das heißt, lasst sie bewerten von unabhängigen Fachleuten, die entsprechend ihnen eine realistische Einschätzung geben, was hat sie wert. Entsprechend könnt ihr dann auch mit einer realistischen Preisvorstellung die Firma weitergeben und sie entsprechend verkaufen und wisst auch, wie tief oder wie hoch ihr noch pokern könnt dann bei der Vertragsverhandlung. Also im Grundsatz ist das wirklich wichtig. Plus, man sieht auch bei so einer Bewertung ganz klar, was erhalten die Hinterbliebenen. Und Punkt 4 ist immer auch elementar, regelt euren eigenen Nachlass. Das heißt im Grundsatz, wie könnt ihr einerseits die Kontinuität weiter hochhalten in der Firma und andererseits die Erbberechtigten bei eurer Familie entsprechend behandeln im Grundsatz.
Das heißt, es muss eine Nachlassplanung vorhanden sein, die alle Parteien berücksichtigt. Nicht, dass es zu einer Zersplittung der Firma oder an Streitigkeiten innerhalb der Familie kommt. Das muss klar geregelt sein. Vergesst nicht, ihr als Geschäftsinhaber würdet euch zweimal im Grab umdrehen, wenn entsprechend die Kunden dann nicht so, wie ihr das gewünscht habt oder getan habt, behandelt werdet im Grundsatz. Also so würde ich das auch entsprechend regeln. Es gibt verschiedene Regelungen, man kann Vorverkaufsrechte aushandeln mit Mitarbeitern, man kann einen Übernahmepreis schon festlegen im Grundsatz, aber natürlich ein Testament festlegen mit Ehe- und Erbvertrag oder Aktionärsbindungsvertrag und so weiter im Grundsatz, also dass wirklich auch da das sichergestellt ist. Nun, wir helfen dir gerne, wenn das ein Thema ist bei dir, zum Thema Versicherungen, haben aber auch ein Netzwerk an Spezialisten, die dir dann da weiterhelfen kann. Denn wir haben immer wieder solche Firmen, wo es auch um Nachfolgeregelungen geht oder wo eben genau dann das eintritt und mir dann Mitarbeiter anrufen, die keine Ahnung haben, wie alles funktioniert und wir dann mühselig immer diese Sachen aufgleisen müssen. Und das ist dann meistens ein bisschen frustrierend. Also, wir stehen euch hier zur Verfügung. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Und ich würde mich natürlich freuen über ein Comment, Like, Feedback oder ein Teilen. Du findest mich auf allen Social Media Plattformen. Bitte auch dort ein Like, ein Feedback oder ein Follow würde mich sehr freuen. Der easyinsurance.ch Podcast, der einfach versicherte Podcast, kannst du abonnieren auf allen available Plattformen für Podcasts. Und wenn du es nicht bist, dann hoffe ich, bist du es bald. Sei es insurance.ch. Mach's gut und bis bald. Ciao.